Ich bin Niklas und studiere Werkstoffwissenschaft im Master an der TU Ebene. Werkstoffwissenschaften bündeln alle möglichen Grundwissenschaften zusammen mit Ingenieurswissenschaften. Was man auf jeden Fall mitbringen sollte, ist ein Gesamtinteresse an Wissenschaft und den Grundwissenschaften natürlich, sprich Physik, Chemie und zum Teil auch Biologie. Wir haben uns viel vorbereiten müssen, wir haben viel lernen müssen, weil auch einiges neu war. Also es war nicht immer alles schon irgendwo durch das Abitur bekannt. Das heißt, im ersten Semester hat man sich hauptsächlich zusammengesetzt und hat Aufgaben gelöst, aber auch eine ganze Menge gelernt. Lebensqualität bedeutet für mich, viel Wissenschaft zu betreiben, allerdings auch ab und zu ein bisschen was mit Freunden zu unternehmen. Ich habe hier das erste Semester für den Master tatsächlich fast so erlebt wie das erste Semester für den Bachelor. Nur dass man jetzt ein bisschen ruhiger rangegangen ist, weil man schon einfach einiges wusste, kannte. Diese Technische Universität bündelt eine ganze Menge verschiedener Studiengänge. Man kann hier hautnah erleben, wie verschiedene Studiengänge und auch Wissenschaften zusammen Hand in Hand kooperieren. Der Masterstudiengang war im Prinzip für mich ein sehr wichtiger Teil meines Studiums, da hier nochmal wirklich ein paar neue Studienfächer, die mich auch sehr interessiert haben, dazugekommen sind, wie zum Beispiel die Mikro- und Nanoelektronik. Da wir wirklich wissenschaftlich breit aufgestellt sind, kann man als Werkstoffwissenschaftler frei wählen, ob wir in die Forschung oder ob wir in die Industrie gehen möchten. Mein Studiengang Werkstoffwissenschaft in drei Worten: variabel, praxisorientiert und vielfältig.